Lang ist es her, dass wir Isaac Rebirth begonnen haben. Ich begrüße euch zu der letzten großen Erweiterung, The Binding of Isaac Repentance. Es ist immer noch Rebirth, aber jetzt nicht mehr Afterbirth, sondern Repentance. Ja, es gibt über 100 neue Items, 200 neue Achievements, keine Ahnung, ich weiß es nicht. 5 neue Missionen und so weiter und so fort. Wir haben 80 Folgen Rebirth, 20 Folgen Afterbirth. Keine Ahnung, wie viele Folgen Repentance werden. Aber ich werde es auf jeden Fall ein bisschen spielen. Und ich werde es auch insofern blind spielen, als dass ich jetzt nicht irgendwelche Guides mir zur Hilfe hole. Ja. Denn es kommen ja ganz viele neue Items vor und die kenne ich ja dann auch noch nicht. Und die möchte ich dann auch erstmal noch nicht kennen. Später werden wir vielleicht auf den Guide wechseln, ne? Platinum God und so weiter. Aber jetzt im Moment erstmal werden wir ganz normal spielen, was wir können. Gut. Ich bin mal gespannt. Es dürfte also neue Challenges geben. Wir gucken mal kurz rein. Na, das hier sind die Brain Challenge haben wir noch gar nicht geschafft. Oh, wir haben 2 Afterbirth Challenges noch gar nicht geschafft. Huch, Hilfe. Und da kommen die 9. Back Passwords, April's Fool. Lul, das würde ja voll gut passen. Pokemans, Ultra Hard und... Hä? Wieso ist die durchgestrichen? Pong? Ich habe die doch noch gar nicht geschafft. Ich weiß ja gar nicht, was das ist. Und da sind noch mehr. Wait, ist das hier? Ich dachte, das hier ist Afterbirth und das hier ist jetzt... Aber dann geht es hier noch weiter. Scatman, locked, locked, locked. Okay, also jedenfalls Challenges gibt es auch einige neue. Ich glaube auch 2 neue Charaktere. Leider habe ich keine Ahnung, wie man sie freischaltet. Eventuell... Ach so. Ich hab den schon. Unlocked by Beating. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Oder kann ich... Hey, habe ich den jetzt oder nicht? Unlocked by Beating. Irgendwas. Nee, hier steht ja Unlocked by. Ach so. Hard Mode with Lazarus without losing a life. Oha, okay. Also wenn ich Bethany haben will, muss ich den Hard Mode mit Lazarus spielen? Ja, genau. Und den hier, okay, es gibt auch einen neuen Endboss. Wahrscheinlich ist das dann die Art, wie man Jakob freischaltet. Okay, das sind die 2 neuen Charaktere. Aber ich jetzt schon lese, Hard Mode mit Lazarus schaffen, ohne ein Leben zu verlieren. Dann wäre das doch mal der Way to Go. Ne? Dann spielen wir jetzt Hard Mode mit Lazarus. Und gucken... Oh mein Gott, schaut euch mal, wie die Karte sich verändert hat. Das, die oben links. Das ist, da ist jetzt Platz für noch so viel mehr Symbole. Ah, oh je. Mal schauen. So, also ich darf kein Leben verlieren. Das kann Lazarus zwar. Aber wenn ich ein Leben verliere, kann ich Dings nicht mehr freischalten. Gut. Dann gucken wir doch mal, wie wir zurechtkommen. Ich habe ja zum Glück in letzter Zeit so ein bisschen Rebirth gespielt. Na, da habe ich ja... Rebirth, also... Ah nein! Was ein dummer Start. Hilfe. Ah, ich habe eine Pille. Ja, direkt was freigeschaltet wieder. Das ist doch gut. Secret Exit. Okay, wahrscheinlich ist das der neue Weg, den es da gibt. Alles klar. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es irgendwie neue Optionen gibt. Wir können mal gucken, ob ich irgendwie mehr machen kann als vorher. Bullet Visibility. High normal. Was ist high? Also wie sieht es dann aus? Sieht man dann noch mehr von... Also sieht man die Schüsse dann noch besser?
Oder blockieren die eher dann meine Sicht? Zumindest, also kenne ich jetzt noch nicht Bullet Visibility. Aua. Auch wahrscheinlich eher Spider Visibility. Mein Gott, ey. Oh, da ist ein Item. Da ist einfach ein Item auf dem Podest. Ich brauche Bomben. Ich brauche Bomben. Da ist einfach ein Item. Ich weiß nicht was. Ich glaube, das kenne ich schon. Aber ich würde es mitnehmen. Wenn ich mal... Oh mein Gott. Was tue ich? Ja, es gibt natürlich auch ganz viele neue Raumdesigns. Muss man auch dazu sagen. Alter. Yo, was tue ich hier? Also wenn ich jetzt draufgehen sollte und das Leben verliere, dann spielen wir halt mal versuchen. Gucken wir mal, ob wir schon den neuen Weg spielen können. Jo, was ma. Stabil. Damit hat sich die Challenge, um Bethany freizuschalten, dann schon mal erledigt. Jo, wie viel. So, weg mit dir. Jetzt macht er den nächsten Müll da unten. Jo, der Raum macht mich fertig. Junge. So, sobald wir eine Bombe haben, komme ich hier zurück. Wow. Das hätte ich vorhin gebraucht. Danke. Danke, Spiel. Danke, Spiel. Itemraum. Ey, es ist unglaublich. So, mach dich weg. Ich habe immer noch keine neuen Bullets gesehen. Weil wir bisher noch keine Gegner hatten, die schießen können. Ja, es ist Ghost Baby. Hey. Oder sind meine Bullets... Also, betrifft es meine Bullets auch? Wenn ich die jetzt normal stelle? Die sehen gleich aus. Ich weiß ja nicht, ob das die Bullets sind. Keine Ahnung, was Bullet Visibility ist. Ist ja nur eine Vermutung. Immer noch keine Bomben bekommen. Und nicht der Raum. Das ist so... Oh. Ist das... Wait, ist das der Shop? Weil das so neu aus... Ah ja, das sieht einfach nur neu designt aus. Okay. Das ist der... Ist ganz normal der Shop. Nee, ist nicht ganz normal der Shop, weil der einfach aufgeht. Muss ich da nicht normalerweise mit dem Schlüssel rein? Doch, ist normal der Shop. Bin brutal verwirrt. Aber wir können hier uns eh nichts kaufen, weil wir kein Geld haben. Oh, oh je. Wo sind wir eigentlich? Ist das Keller 1? Warum ist Keller 1 so groß auf einmal? Ist das immer so groß gewesen? Wahrscheinlich, ja. Ich glaube, an der Bullet Visibility hat sich jetzt nicht wirklich was geändert, oder? Ich sehe, die sehe ich ganz normal, die Bullets. Das passt schon. Wir lassen es jedenfalls, wie es ist. Heißt, dass die Bullets sind? Keine Ahnung. Eigentlich sind es ja Tränen, eigentlich sind es ja Tears. Ich weiß nicht, was Bullet Visibility ist. Vielleicht werden wir es irgendwann rausfinden. Ich habe leider... Oh Gott, ich habe komplett vergessen, was Trinkets machen. Ja, was soll's. Erwartet bitte kein Wissen. Ich hätte gern Bomben. Ich will dieses Item haben. Ist es nicht, dass die Tiers so flach werden oder eine größere Reichweite... nicht Reichweite, eine größere Dings dann haben? Soll ich jetzt mit einem halben Herz echt zum Boss gehen? Nein, was soll's. So. Mensch, da haben wir ja schon richtig viel neuen Stuff gesehen. Ach, leck mich doch fett. Okay, wir starten direkt beim Itemraum diesmal. Ich bin hier ein bisschen ungünstig. So.
Was war das denn gerade für ein Müll ran, ey? Mein Gott. So, gib mir das. Was kann ich mit dem jetzt rerollen? Oh Gott, jetzt müssen wir wieder wissen, was der D20 kann, ne? Achso, der Shop ist in der ersten Ebene einfach offen. Ich glaube, so war das. Schon komplett. Jetzt habe ich eine Bombe, jetzt brauche ich sie nicht. Ach, komm schon. Sehe ich da irgendwelche Steinchen, die gut sind? Nö. Ihr wisst, wie viele Steine ich wieder übersehen werde, also bereitet euch schon mal drauf vor, gedanklich. Bitte, danke. Nix. Da haben wir einen. Vielleicht haben wir auch Glück und können dieses blaue Herz eine Weile behalten. Das wäre doch schön. Aua! Okay, da kommen wir leider nicht ran, aber wir haben... Ne, wir haben keinen Schlüssel für die nächste Ebene bisher. Na gut, aber ich kann hier eh nicht mehr tun. Mehr als das, was hier ist, kann ich eh nicht tun. Oh mein Gott. Oh, wir sind so schwach. Geh mir nicht auf. So, jetzt gibt er so ein bisschen ab noch. Nerv mich nicht. Gib mir ein gescheites Item jetzt dann aber, wenn ich dich besiegt habe, bitte. Damage up oder so. Kann ich Damage up? Please? Whoop, nope. Da hat sich mein blaues Herz erledigt. Ich kenne das nicht. Was ist denn da aufgetaucht? Noch eine Boss-Stage, aber komme ich da rein? Ah, ich kenne den Stapler nicht, aber er ist ein Damage-Up. Sehr gut. Aber hier komme ich, brauche ich dann Schlüssel für? Ist das jetzt so, dass man einen Zusatzboss machen kann, wenn man noch einen Schlüssel hat? Aber ich habe nicht noch einen Schlüssel. Okay, die Tür bleibt. Ich bin jetzt mal so frei und opfere ein Herz und gehe in den Stachelraum. Vielleicht kriege ich da einen Schlüssel. Nö, aber was anderes. Und eine Karte. The World. Okay. Ja gut, leider. Leider komme ich jetzt hier nicht rein. Werden wir noch sehen, was es damit auf sich hat, werden wir noch sehen. Offenbar kann ich aktuell so nichts tun. Okay. Aber interessant, wir haben jetzt dieses andere Item bekommen, von dem ich natürlich wieder nicht weiß, was es tut. Aber wir haben es bekommen. Ich weiß doch auch nicht. So, wir brauchen dringend einen Schlüssel. Danke. Der wäre wahrscheinlich oben. Also, heißt es jetzt, nach jedem Boss gibt es noch einen Zusatzboss, wenn man Dinge tut? Okay, wir versuchen jetzt mal beide Schlüssel zu behalten. Um zu gucken, ob es nach dem Boss nochmal einen Zusatzboss gibt. Okay, da ist schon mal mein Itemraum. Aua. Kommt ihr hier rüber? Nein? Okay, dann komme ich zu euch. Ja, toll. Ich spiele wieder wie ein Gott. So, was haben wir hier?
Das gibt's auch schon, das Item, aber ich weiß nicht, was es tut. Reroll Stats. Ach ja, ich habe komplett vergessen, was er hier... Ah, oh, wenn ich dieses Rerollen wüsste, was das alles macht. Ich habe schon den Drang nachzugucken. Aber ich gucke nicht nach. Ich weiß nicht, was besser ist. Vor allem, ich setze es ja nicht mal ein. Das ist voll dumm. Rerollt er die Gegner? Warte mal, das müssen wir jetzt mal testen. Nein. Okay, er rerollt schon mal nicht die Gegner. Im Raum. Es ist ja Reroll the Basics. Was sind die Basics? Karl S., kannst du mir helfen? Oh je. Okay, da ist jetzt ein normaler Shop mit Schlüssel zum Reingehen. Brauchen wir jetzt aber nicht machen. Nützt uns jetzt ja überhaupt nichts. Ich bin übrigens... Wow. Ich bin übrigens gespannt, wann wir die... oh Gott. Wann wir den ersten neuen Gegner sehen werden. Vielleicht haben wir den auch schon gesehen und ich habe es nicht registriert. Es gibt natürlich auch ganz viele neue kleine Gegner. Also es hat alles einen Zuwachs bekommen. Bosse haben den Zuwachs bekommen, normale Gegner haben den Zuwachs bekommen, Räume haben den Zuwachs bekommen. Lack ab. No! Ich treffe ihn nicht so. Weil zum Glück tun die nicht weh, sondern schieben einen nur rum. Alles andere wäre echt nervig. Okay, wo ist mein Bossi? Da ist mein Bossi. Die Frage ist jetzt, kommen wir zum Bossi und schaffen wir Bossi, sodass wir sehen können, ob diese Zusatztür irgendwas tut. Okay, können wir mal gucken, ob diese Visibility dieses Blinken beendet? Sieht es jetzt anders aus? Bilde ich mir das ein. Ich bilde mir ein, es leuchtet weniger. Es hat mich gerade genervt. Und dann würde ich so lassen, die Bullets. Sind es dann wirklich die Bullets? Keine Ahnung. Ich dachte, es sind Tränen. Achso, Tränen sind es ja nur bei Isaac, ne? Das ergibt eigentlich Sinn, wenn es bei den Gegnern Bullets sind. Weil die Tränen ja nicht. Ach, keine Ahnung, ist ja wurscht. Junge! Bevor die Einstellung gab schon immer und das, ich bin einfach nur blöd. Ich weiß es nicht. So, weg mit dir. Wahrscheinlich rerollt der D20 dann Items auf dem Boden oder sowas. Aber im Moment würde ich ja alles einsammeln, was ich bekommen kann. Selbst Herzen bräuchten wir jetzt gerade. Ne? Alter, kannst du mich mal... Ich komme nicht ran den dran, ne? Das ist doch unfassbar. Meine Range ist halt auch sensationell gut. Also nicht. Okay. Ja gut, gucken wir mal, was sie uns hier erwartet. Monstro erwartet uns hier. Also an Monstro dürfte ich eigentlich echt nicht scheitern. Das wäre schon böse. Bruh! Das war viel zu knapp. Ah, ich werde immer wieder fast getroffen. Ich merke das schon. Mein Isaac-Skill ist halt nicht gut. Yikes. Okay, ciao. Gibt es jetzt hier diese Zusatztür? Ja, es gibt diese Zusatztür. Und vorher ein Tears und Shotspeed ab. Und ein Herz. So, und da gehe ich jetzt mit dem Schlüssel rein, oder wie? Tatsache, die ist so bläulich. Wir gehen mal rein. Weil ich muss ja neuen Content in dem Part zeigen. Bisher ist ja noch kaum was Neues passiert.
Okay, was ist das denn jetzt? Hä? Okay. Also kann, das ist dann einfach ein Zusatzraum, der kann was Gutes inhalten oder auch was Schlechtes, weil ich habe jetzt einfach meinen Schlüssel zurückbekommen. Jo, die Musik ist neu, oder? Ja, die ganze Aufmachung ist neu. Wait, seit wann gibt's eigentlich den Curse? Gab's schon immer einen Curse of Darkness? Gab's sowas schon? Oh mein Gott. Das ist ja furchtbar. Das sind auf jeden Fall auch neue Gegner hier. Ja, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Es ist viel zu dunkel. Hallo? What? What? Curse of Darkness? Gab's den schon immer? Oder ist der neu? Ich habe keine Ahnung. Ach, das war's ja komplett. Wir machen jetzt so lange, bis wir entweder eine gute Pille am Anfang haben. Oder, okay. Oder im Itemraum starten, wollte ich sagen. Aber da hat sich schon erledigt. Die Tür da unten ist blutverschmiert. Ist das eine neue... Ah, das ist dieser andere Stachelraum. Dieser Opferstachelraum ist das. Ja, genau der. Okay, hier liegt ein rotes Herz, gut zu wissen. Da ist mein Itemraum. Auch gut zu wissen. Ich möchte nie wieder Curse of Darkness. Gab's den schon immer? Das ist ja brutal. Bestimmt gab es den schon immer und ich bin einfach wieder blöd. Okay. Fühle ich. Das darf jetzt auch nicht, das darf jetzt nicht getroffen werden, ne? Dieses Herz oder wie ist das? Konnte das schon immer schießen? Weiß es nicht. Ist ja auch egal. Nice. Habe ich Bomben? Nein. Aber ich habe einen Schlüssel, also falls der Boss gleich wieder lustige Dinge mit uns... Falls der Boss uns gleich wieder lustige Dinge zeigt... Dann wird's interessant. Ja, nicht der Boss, sondern halt diese Tür da, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ah, ich muss immer aufladen. Ich vergesse mal aufzuladen. Wenn ich dann näher rankommen würde, würde ich auch vielleicht treffen. Na, aua. Ich mache erstmal kurz die Kackhaufen da weg. Die mir nicht irgendwie auf den Keks gehen. Okay, ich treffe den eh nicht. Dann konzentriere ich mich jetzt nicht auf das Herz. Ah, der macht auch zusätzlich so Boden.
Macht der Boden auch dann Schaden den Gegnern? Ja, ne? Eigentlich eine ganz coole Sache. Ich weiß nicht, ob man dieses Herz auch noch upgraden kann. Ob das mit, also mit meinen Tiers auch noch dann steigt, wäre eine coole Sache. Weil im Moment wirkt es jetzt nicht so stark, aber es könnte ja mit meinen Tiers sich verändern. Da gibt es bestimmt coole Synergien. Alter! Mein komplettes Walls of Steel verloren. Meine schönen blauen Herzen. So, weg mit dir. Okay, wo ist die Boss-Tür? Erstmal ein HP ab mitnehmen. Sehr nice. Und ein Damage ab. So, da ist diese komische Boss-Tür. Wir gehen durch. Okay. Also das ist scheinbar einfach so ein Zusatzraum. So, man opfert halt einen Schlüssel. Aber in dem Fall war es jetzt halt nutzlos. Weil ich habe leider keine Bomben und komme somit nicht an die Feuer ran. Wait. Kann ich mich selber abschießen? Was ist, woran bin ich gerade? Oder hat das Feuer geschossen? Ich glaube, das Feuer hat geschossen, kann es sein. Schießen die blauen Feuer manchmal? Dachte, die lilanen Feuer schießen manchmal. Downpour One. Okay, neuer Content. Das ist gerade geblitzt. Jo, das blitzt. Okay. Jetzt habe ich natürlich glorreich meinen Schlüssel geopfert in der letzten Ebene. Oh, hier gibt es Eimer. Cool. Also das ist tatsächlich eine komplett neue Ebene. Also eine neue, ja. Okay, der ist auch, dass sie so klein sind, ist auch neu, glaube ich. Ich erkenne jetzt alles als neu, was wahrscheinlich nicht neu ist. Aber Downpour One gab es wirklich noch nicht. Das ist ein Safe Call. Und so kleine Dinger, nee, die kleinen gab es auch noch nicht vorher. Ja, was? Ich habe nichts gesehen. Wo bin ich jetzt wieder reingerannt? Oh, guck mal, wie schön sich der spiegelt im Wasser. Sehe ich jetzt erst. Der Spiegeleffekt ist ja nice. Aber wieso? Was hat's mit diesem blauen Feuer? Das schießt auch nicht zurück? Ich keine Ahnung, was das ist. Ist egal. Also irgendwas hat mich da getroffen und ich kann nicht nachvollziehen, was es war. Egal. Ich warte nur drauf, dass so ein Blitz hier einschlägt und ich einfach tot bin. Oh nein, wir müssen den ganzen Weg zurücklaufen, wenn wir einen Schlüssel finden. Keine Lust, da zurückzulaufen. Oh, die sind so klein, wenn das jetzt auch noch Curse of Darkness zusätzlich wäre, ne? Oh mein Gott. The Sun gibt mir die Karte und heilt mich. Wenn ich mich richtig entsinne. Also nicht einsetzen jetzt. Erst wenn die Herzen unten sind. Okay. Ich komme auch nicht in den Shop. Wird eh zu wenig Geld. Aber ich würde halt. Ich will halt in den Item. Oh mein Gott, diese Blitze! Ich will halt in den Itemraum, will ich. Alter, kotzt mir nicht alles voll hier. Ah, das ist, genau, das ist der, glaube ich, dass man besser sieht, welche Steine nice sind. Aber ich habe eh keine Bomben, ich brauche... Ich habe nichts bekommen, ich habe keinen Schlüssel. Weder für den Boss-Teil hinten. Oh, da ist aber noch ein Raum. Oh, scheiße. Habe ich gar nicht gesehen. Entschuldigung. Habe ich gar nicht gesehen. Na gut, wir kommen einfach nochmal durch. Ist jetzt kein schlimmer Weg gewesen. Aber hier ist noch ein Raum. Ja, natürlich habe ich den nicht gesehen, weil es da fucking dunkel... Entschuldigung. Ziemlich dunkel ist. Jo, der kommt als... Der ist einfach im Eimer drin. Jo, was ist denn bei euch verkehrt?
Ja, der Raum hat es jetzt richtig böse gebracht. Oh je, kein Item für mich. Ich wollte doch nur einen Schlüssel haben. Mag das nicht, wenn ich einen Itemraum verpasse, weil da könnte halt sowas super episches drin gewesen sein und ich kriege... Der ist auch neu. Was tust du? Was kannst du? Was bist du? Bitte tu mir nicht weh. Aber du machst diese Feuerdinger. Hm. Okay, wir machen erstmal die Feuerdinger außenrum weg. Ja, I see. Und jetzt kommt direkt in der... Oh mein Gott. Lass mich in Ruhe. Will das nicht. Aber dann haben wir zumindest neuen Content in dem Part, auch wenn der Part überhaupt nicht erfolgreich ist. Nice. Ah. Können wir ihn schaffen, bitte? Wenigstens. Ohne das Leben zu verlieren jetzt noch. Danke. Dann halt nicht. Yo! Der hat dann noch eine zweite Phase. Okay. Alter! Ich schaff's auch mit meiner Reinkarnation nicht. Was ist das? Was tust du? Du Schiefer... Ja! Okay, alles klar. Gut. Ich bin bedient. Ich bin bedient. Was zur Hölle? Also ein paar Sachen waren davon neu. Ich weiß nicht, ob dieser Curse of Darkness neu war. Ich glaube, den gab's schon und ich bin einfach blöd. Warte mal, das müsste doch... Gab's nicht eine Curse of Darkness Challenge sogar? Nee, ich sehe sie nicht. Keine Ahnung. Aber das verstehe ich nicht. Da unten sind nochmal mehr Challenges. Und das verstehe ich nicht. Warum ist Pong... Oder ist das hier... Sind das hier die... Die Afterbirth Plus Achievements? Achievements, sag ich schon. Und deswegen habe ich Pong schon gespielt. Und ja klar, Pokémans ist doch auch schon. Ich bin blöd. Das hier unten sind die neuen. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Okay, ich bin einfach doof. Alles gut. Danke fürs Zuschauen. Ihr dürft mir gerne Dinge beantworten, die ich gefragt habe. Dürft auch gerne irgendwas spoilern, was... Also nicht... Stopp! Nichts, was die Story oder so angeht, ne? Oder was diese Wege angeht. Diesen neuen Weg. Aber wenn ich zu irgendwas gerade was gefragt habe, worauf ihr eine Antwort habt, dann dürft ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Danke fürs Zuschauen an der Stelle erstmal. Mal gucken, wie erfolgreich wir mit der Zeit hier wieder werden. Ich bin leicht überfordert schon wieder. Und tschüss.